Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ihr seht schon, unsere Anlage läuft ja mittlerweile echt nicht schlecht. Also mit den Optimierungen habe ich selbst Roe erstaunt, was ich noch kann und schaff. Und das mag doch was heißen. Aber ich wurde auf eine Sache hingewiesen. Und das müssen wir jetzt schnell nachschauen. Glas. So. Wenn ich geschmolzenes Glas habe, dann brauche ich geschmolzenes Glas. Genau. Geschmolzenes Glas. Aha, okay. Also, weil mir wurde gesagt, warum nicht den Lichtbogenofen verwendet habe. Und ich so, wait, gar nicht so eine blöde Idee. Weil du brauchst ja keine Kohle mehr dafür. Ja. Ich habe Lichtbogenofen 2 gar nicht. Warum eigentlich? Warum nur habe ich dich nicht, weil sie auch umweltfreundlicher im Gegensatz zu dem, was wir aktuell am Laufen haben. Und zwar einiges. Und erzeugt zwar auch Schlack, was komplett normal ist, aber auch Dampfniederdruck. Okay, den werde ich wahrscheinlich aber nicht verwenden in dem Fall. Aber man könnte ihn verwenden. Und aktuell ist das hier die beste Möglichkeit. Ich will jetzt trotzdem kurz mal forschen. Wo bist denn du? Hey, warum ist meine Forschung weg eigentlich? War nicht unten immer ein Forschungsbalken? Oder geht der weg, wenn du gar nichts mehr forscht? Aber wir haben hier unten Forschung, gut. Lichtbogenofen 2. Der ist hier. Guck an. Da ist Let Problemo. Problemo ist hier. CO2 Wiederverwertung. Da kann ich Kohlendioxid. Oh, warte mal, tue ich nicht hier Kohlendioxid rausballern? Yes, bedeutet, ich habe dann einen Weg für Kohlendioxid in Graphit zu wandeln. Nice. Außerdem habt ihr mir gesagt, ich kann das hier, das ganze schöne Zeug hier, kann ich verpulvern. Das kann ich verwenden, und zwar für Tofu. An Tofu habe ich lange nicht mehr gedacht, aber Tofu gibt es ja auch noch und würde wahrscheinlich unsere allgemeine Situation ein bisschen verbessern. Braucht aber auch Kalk. Alter, wenn man sich so Tofu anschaut, ich sehe Schwefel und Kalkstein. Wer will denn den Scheiß noch essen? Also es wäre eine Möglichkeit, aber es geht natürlich minimal im Vergleich zu dem, was wir hier anliefern, weil wir produzieren ja natürlich 1200 Wert, eine minimale Produktion. So. Jetzt bin ich nur kurz beim Überlegen. Gibt mir eine Sekunde, weil mein Hirn halt gerade ausgeschaltet. Asche an. Die Kollegen hier scheinen nicht genug zu produzieren. Wir hatten noch immer voll die Masse. Wenn ich euch jetzt robotisch mache, habe ich noch genug Teraflops? Aber der Rest sollte absolut kein Problem sein. Das wird die schnell upgraden. Vielleicht können wir damit unsere Produktion ein bisschen hochfahren noch. 32 sind wir jetzt. Und wir brauchen wieder weniger Leute. Wenn alles gut läuft, geht die Produktion von Gütern auch raus. Und dadurch, dass unsere Glasproduktion jetzt natürlich ein bisschen gewachsen ist, sollte das ja auch absolut kein Problem sein. Der eine hält die Produktion gut am Laufen. Das Backup wird voll. Ja, ich habe wahrscheinlich das hier ein bisschen blöd gemacht. Das hätte ich anders machen können. So ist natürlich kein Platz zum Erweitern. Aber ich denke, fürs Erste sollte das reichen. Und ansonsten müsste ich eh schon, weil der riesen Bulldozer hier ist natürlich ein massiver Einschnitt in der Fläche. Absolut. Weil sonst könnte ich das hier erweitern. Also müsste ich den Bowler irgendwie rauskriegen. Aber das wäre noch ein kleiner Einschnitt, denke ich. Weil wir haben selbst da ein Backup-System zwischen. Weil selbst wenn ich das umbauen anfange, läuft dieses Backup erstmal. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir sonst ganz gut dabei, ne? So, du bist Schlacke. Die Schlacke läuft noch da, genau.
Und da sehe ich wieder schön genau dieses System, was ich mir gewünscht habe. Es läuft hier raus und wenn hier was ist, wird es geleert. Genauso sollte es sein und jetzt wird das alles an einer Stelle gemacht. Supreme, supreme. So, er liefert hoffentlich jetzt langsam mal genug für hier drüben. Wie schaut es denn hier aus? Wo ist das Möbelhaus? Da ist das Möbelhaus. Das Möbelhaus ist wieder voll. Also es kann gut sein, dass wir jetzt wieder langsam schaffen, das Möbelhaus zu befüllen. Das sollte aber auch die Zufriedenheit der ganzen Stadt rankriegen. So, gucken wir doch mal, was hier ist. Wir haben hier minus 14 insgesamt, plus 28. Aber warum ist das dann eine... Okay. Die Zahl da unten verstehe ich noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Krankenhäuser. Ja, Krankenhäuser sind bis jetzt unser Defizit. Und allgemein noch so eine Sache. Weil platzmäßig ist es ja mittlerweile echt eng geworden. Ich bin erstaunt, wie gut die Anlage eigentlich immer noch bis heute funktioniert. Okay, wir haben auch zwischendurch mittlerweile den Überlauf aktiv. Kann ich hier sonst noch was optimieren? Du läufst eh schon auf Ding. Lass mal gucken, ob hier noch was nicht passt. Das Wasser wird hier rausgenommen. Der Wasserablauf von dem Gerät ist zu gering. Pausieren wir dich mal. Vielleicht geht es dann wieder besser. Oder braucht er echt noch den zweiten Ausgang? Das müssten wir uns mal anschauen. Schnell liefern. Kriegt auch wieder Prio. Und dann reißen wir alles bis hier runter ab. Ist das wirklich so fragil, dass das zwei Ausgänge braucht? Das wäre natürlich heftig. Schauen wir, ob wir es damit ein bisschen optimiert kriegen. Na, das ist schon besser. Das ist optimierter. Der Wasserverbrauch ist natürlich wesentlich größer jetzt. Da ist eine Warnung, aber ich sehe hier keine. Ah, doch, sehe ich. Ah, ich muss wahrscheinlich immer auch die Rohrleitung jetzt in dem Fall verbessern. Dann sollte jetzt der Durchsatz wieder steigen, ansonsten muss ich noch einen zweiten Ausgang anhängen. Nope. Und schon ist der Tank wieder voll. Ja, es ist nicht so ganz optimal, wie ich finde. Nicht perfekt, aber doch ganz gut dran, finde ich. Solange der dauerhaft laufen kann, bin ich zufrieden, ganz ehrlich. Weil das ist einer der größten Probleme. Lustigerweise Schlamm hier auch. Ich muss jetzt kurz kontrollieren, ob die Masse hier immer gleich bleibt oder ob wir hier immer wieder auf die 12 sinken. Scheint so. Also wir sind immer so am Austarieren. Und du brauchst immer 18. How?
Hier kommen angeblich 24 raus, sind aber immer 12 auf Lager. Seht ihr das? Da würde er jetzt noch eine Warnung rausgeben, hier nicht. Spannend. Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht, oder? Gut, aber ich glaube, wir sind grundsätzlich gut dabei beim Laufen. Was ist denn mit dem Tierprodukte? Ah ja, die habe ich auch in Kompost umgewandelt. Ja, wir pausieren einfach dich hier. Fürs Erste schalten dich wieder an. Brot läuft, genauso wie die komplette Transportrichtung. Was natürlich super ist, weil jetzt ist das Ganze hier automatisiert. So, okay. Was hast du? Wer von euch hat ein Navi-Problem? Ah ne, du hast kein Lager. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Kupfer geht gerade leer. Und Kalkstein. Boah, Kalkstein ist mal wieder typisch, da haben wir keine Fläche mehr. Das sollte aber kein Problem sein. Wir knabbern die Seite noch ein bisschen an. Knabbern hier vorne noch ein bisschen. Dann knabbern wir hier noch ein bisschen. Und dann knabbern wir vor allem hier noch. An den ganzen Kanten, die offen sind. Wenn man weiß, wie gut das hält, dann kann man eh darauf reagieren. Die Sache ist meistens, man muss herausfinden, wie viel man machen darf maximal. So, jetzt fahren die LKWs wieder. Ich glaube, das Schlau ist auch, wenn ich für die hier ein Kalklager einrichte. Ein kleines. Kalkstein, bitte. Bisschen optimieren das Ganze noch. Gut, und dann. Was liefert denn der alles nach da hinten? Achso, schön, der will nicht eigentlich alles nach da hinten liefern. Der kommt raus. Dafür kriegt ihr den dazu, bitte. Schauen wir, was er gleich macht. Perfekt, und dich lernen wir hier aus. Mit einer Prio von 5, sagen wir es mal. Dann müssten die nämlich das jetzt selber nachfüllen können und wir sollten die Produktion erhöhen können. Vielleicht sogar wieder ein paar LKWs freigeben. Ah ne, der fährt dann. Okay. Oder die Kollegen holen ab und verfrachten an die notwendigen Stellen. Perfekt. Damit sollten wir schon wieder viel ausgegrenzt haben. So, zurück zu euch hier. Bei euch muss ich irgendwie... Irgendwo habe ich hier... Ein Lager voll, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein relativ volles Lager mit Laborausrüstung. Ich muss rein theoretisch eine neue Laboranlage aufbauen. Für das Ganze wieder. Ich glaube, das machen wir wieder slow and steady und wir nutzen die Fläche fürs Erste. Ich kann natürlich auch wegziehen, aber ich würde halt gerne hier die Mikrochips noch offen lassen, weil an dem würde ich gerne rumarbeiten noch. Vor allem, wenn Mikrochip 2 gleich erforscht ist, würde ich da gerne noch rein investieren. So. Forschung. Dafür brauchen wir wieder... Machen wir es diesmal robotisch.
Da wird die Masse aber wieder brutal. Oder ich brauche hier eins, dann schon hier. What? Allein schon vier davon? Dann muss ich das verdoppeln, nochmal verdoppeln, dann bin ich bei 16. Wie viel produziert der erste? Montage 2 produziert mir 24. Bedeutet dieselbe Menge, die ich dann hier produziere. Okay, bedeutet, wir fangen an mit Montage ihm hier. Sag Laborausrüstung. Krieg 24 raus. Achso, wait, ich hab's umgedreht gebaut, hoppsala. Du bist dann Laborausrüstung Nummer 2. Euch schneide ich schnell aus und dreh um. Fuck! Schon wieder die falsche Taste erwischt. Montage 2. Rotate. So hin. Laborausrüstung. Gut. Dann. Robotisch. So hin. Laborausrüstung 2. Dann brauche ich rein theoretisch 2 von dir. Beide auf Laborausrüstung 2 oder 3. Vorteil, hier brauche ich nur Chips. Bedeutet, wenn ich dich so platziere und sage, ich platziere dich so, mache ich hier eine Fahrt drüber, hänge die rein. Hier brauche ich noch Papier und Stahl. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Gut, und dann brauche ich 4 vom letzten, die dann Elektronik 3 brauchen. Ich glaube, das ist eine größere Masse, die hier dann produziert wird, wie ich hier mache, oder? Rein theoretisch kann ich nur einen laufen lassen. Ist ja rein theoretisch wurscht, ne? Und wir machen es echt simpel. Warum mache ich mir den Stress? Wir machen es ganz gechillt. Wir schneiden das jetzt wieder zurecht, so wie es sein soll. Schön in einer Reihe. Sonst mache ich halt keine Anhänge machen. Wir wollen schön ausgleichen, genau. Ich setze dich hier so hin, dann könnte ich die anderen da rein. Dich setze ich mit dich, weil da muss nur eins kommen. Und dann kopiere ich dich, mache dich auch genau mit drei Abstand, einfach weil es schön ist. Setze dich auch so hin. Setze dich von 2 auf 4. Machen wir jetzt hier keinen Stress, ganz ehrlich. So, Reihenfolge. Finito. Ausschneiden. Wir setzen das jetzt hier neben die Produktion. Auf die Höhe circa, würde ich sagen. So. Ich brauche Elektronik. Elektronik läuft wo nochmal? Elektronik läuft hier ganz oben. Und Maschinenteile gleich eins drunter, wenn ich mich nicht erinnere. Genau, das ist Elektronikkabel und drunter direkt das Ding. Bedeutet, ich brauche jetzt hier wieder 2 flache Förderbänder. Auf die Höhe. Dann brauche ich noch einen flachen Aufzug. Perfekt. Wir machen jetzt flachen Förderbänder 2.
Dankeschön. Ah, das habe ich doch ganz gut bemessen. So. Und dann läuft es direkt da dran. Perfekt. So, das ist Eisen, glaube ich, normales, ne? Genau. Ja, schon da ist Stahl, okay. Jetzt wird es natürlich hier dezent voll langsam. Braucht ihr sonst noch wieder Stahl? Hier ist der Stahl schon. Dann schnappen wir uns hier ein flaches Förderband 2 und gehen direkt an diesen Anschluss dran. Hat sich erledigt. Perfekt. Dann brauchen wir hier das Holz. Flip. So. Kommt auch ein flaches Förderband 2 dran. Und wieder ein Anschluss hier runter. Wenn ich mich nicht irre, muss ich für Papier erst schreddern. Habe ich hier gemacht, exportieren, gut, weil dann will ich erstmal, dass wir das hier exportieren. Dann machen wir jetzt hier 2 Stück Lager hin. Erstmal das, was sozusagen hier nachgibt. Zweites Stück Lager und noch ein Stück Lager. Und das feedet dann in das Export-Lager rein. Bloß du greifst hier zwischen und du steckst dich hier an. Und du greifst hier zwischen. Und dann bauen wir jetzt nicht erstmal den Teil hier fertig. Der hier bekommt Elektronik 3. Ich hätte gern, dass der so viel auf Lager hat. Du nimmst die letzte Forschung. Forschung. Mann, ich habe gerade ausgewählt, du. Hi, oh, hi. Forschung 3. Machst voll. Und du machst aus, aus. So, und ich will nochmal gucken, wie Papier ging. Weil ich habe mir ehrlich gesagt nicht gemerkt, wie man Papier macht. Papier aus Hackschnitzel und Kalkstein. Und Dampfhochdruck. Warum über Dampfhochdruck? Oh, come on. Ernsthaft. Kalkstein, Hackschnitzel, absolut kein Problem für mich. Aber Dampf wieder. Gut, jetzt macht er schon die erste Forschung ready. Und weißt dran, wir tun direkt das Forschungslabor einfach hier hinten dran stecken. Machen wir fürs erste so hin. Wie war das? So. Wie, du gehst nicht. Ah, weil schon die Forschungs... pausieren. Du brauchst wieder Forschung zum Bauen. Der produziert jetzt immer 6. Es wird jetzt nicht schnell gehen, aber Stück für Stück. Wir haben jetzt 8 auf Lager, dann gleich 16 und dann steigt es langsam Stück für Stück. Gut. Ich brauche jetzt einen Hacker noch. Aber Leute, ich würde sagen, da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.